Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Willkommen zurück zum Part 2. Im letzten Part haben wir ja schon erfolgreich das komische Fies von dem Dude hier gerettet gehabt, was hier schön gerade mit einem Pfeil drauf gezeigt wird. Und nun müssen wir zudem hier hinten gegen den Tempel, um mit dem Meister oder was war, zu sprechen, ne? Ich spiele das Ganze mit einem guten Sun. Guten Tag. Da hinten sitzt und wir wechseln uns immer ab, wenn ihr fahrt, ist der Sun dran. Dankeschön. Ich lasse übergeben das Ding und Roller an ihn und es geht direkt weiter. Oh, also das denn? Ich kenne gar nicht die Steuerung, deswegen muss ich selbst mal gucken, wie es hier alles geht. Genau. Ich hole den ganzen Spaß erstmal ein bisschen an. Und da haben wir eine Ausdauerfrucht erhalten. Das ist schon wild. Er sollte sich auch mal rasieren. Hey, nee, hey, nix hier gegen Leute. So, du darfst halt vorlesen, ne? So, ja, soll ich vorlesen? Ja, du spielst. Ja, dann lese ich das nächste Mal vor, okay? Okay. Also ich kann Bock vorzulesen, soll ich es vorlesen? Wenn du möchtest, kannst du vorlesen. Frage, ich kann nicht gut vorlesen. Ich kann auch nicht gut vorlesen. Wenn du dieser Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenhort. Okay, also wir sind im Wolkenhort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehre. Ehrerbietung. Ehrerbietung. Keine Ahnung. Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlasse dich auf die Göttin. Ich komme mir schon bald undeutsche Wörter hin. Ein Jüngling, gekleidet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Einfach diese Himmelsmusik. Ich kann den Künstler nachvollziehen bei seiner Wahl. Guten Morgen, David! Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, David? Unsere Verabredung. Hast du sie vergessen? Sieh doch. Mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei... Ach, ist immer noch Zelda. Sieh doch. Mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Link redet nicht sehr viel, weißt du. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass von der legendäre Göttin so ein spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lira nennt. Nee! Wie findest du? Wie findest du mein Gewand? Den Saal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lira der Körper ist die Göttin. Ich wollte, dass du mir so siehst, David. Wie die Göttin. Nee! Das sieht man auch gut, oder? Ne, klar doch. Meinst du das ernst? Vielen, vielen Dank, David. Nein, tue ich eigentlich nicht, aber das tue ich nur, damit ich höflich bin. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! David ist ja auch schon... David ist ja auch schon da. Wunderbar. Look at this dude. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Der hat nur einen Zahn. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie gemeinsam mit Zelda, falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Oh, jo.
wo wir von der Anstrengung reden. Die Nacht gestern war sehr anspruchsvoll. Was für das, Leute? Hör mal, Foto. Look, was macht der da für ein Gesicht? Sorry, aber da muss man einfach... Sind da Kinder gerast. David hat letztes halt. Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Ah ja. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Aber dafür im Bett. Sein Blick. Oh no, no, no. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. RIP. F für den Bruder. Cool, kränkt es nicht so auf, Liebes. Die Vorreiter der Zeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist David nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt uns bereits seit frühester Kindheit. Also weißt du auch? Auch du. David und seine Wolkenvögel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jeden von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns tritt in jungen Jahren hier von der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der David zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist Kaminrot. So selten, da wir seine Art für ausgestorben hielten. David, du bist mit deinem Wolkenvogel sexhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, als David und sein Wolkenvogel sich trafen, sie schwebten durch die Lüfte, als wollen sie schon seit Ewigkeiten kennen, ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Es ist ja auch kein Wunder, dass man David und seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgut zu begegnen. Wahre Worte. Du nimmst das so leicht, Vater! Du weißt doch, die Vogelreiterzeremonie auf seiner Prüfung der Ritterschule ist! Was ist das? Bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengend, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird David, und er kann Ritter werden. Was ist das so gut, Liebes? Jetzt regt es nicht so sehr auf. Immer, wenn es mit David geht, bist du so. Schon. Lass uns üben. Ich habe mir nicht ein wenig. Oha, wie sie ihn zieht. Jetzt kommst du hierher. Was machst du denn? Ich zeig dir mein Zimmer. Auf geht's. Spring von der Plattform. Rufe den Wolkenvogel. So wie immer. Die Zeremonie. Die Zeremonie wird bald beginnen. Dann musst du in der Form sein. Wie? Was sagst du? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren. Sag doch sowas nicht. Es riecht doch ja normal weiter, weil die anders, wenn man sein das Ohrenkrebs bekommt. Sag doch sowas nicht. Du willst doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon. Du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich. Bruh. And then he died. Wie? Er kommt? Er kommt! Er kommt nicht? Nein!
Eieiei, Echsenreißer Streifen hier. Oh, harte Arme. Also für den Moment ist Link eine Lachnummer, finde ich. Ja. Eventuell. Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte nicht so viel zumuten dürfen. Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel den Ruf seines Herrn nicht folgt. Vielleicht die Beziehung doch nicht so gut. Für ein Amiibo davon, aber irgendwie so teuer. Für 34 Euro. Ja, schon sehr teuer. Ich hätte mir bald die geilen Zeugons hier kaufen können. Die sind echt heftig. Ja, aber dachte ich mir, ich brauche die nicht. Ja, brauchst du nicht. Die sehen so wild aus, aber wieder 75 Euro. So. Natürlich haben jetzt alle den Text gar nicht brav gelesen, wissen wir alle. Es gibt aber echt viel Text. Im BOTW ja, gab es nicht so viel Text. Ja, ist so viel Text. Ich hoffe, danach wird es ein bisschen mehr Gameplay werden. Lass mal hoffen. Na, ah, jetzt geht's wieder los. Ran an den Speck. Oh, das ist tot. Hier sind wir. So, dann gehen wir weiter diesen langen Weg. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Zum Tempel, glaube ich. Think, du musst zum Tempel. Zum Tempel? Hm. Wo ist der Tempel? Dort, wo du nicht bist. Du warst doch gerade beim Tempel. So. Hä? Nee, warte mal. Aber wo ist der Tempel? Aber du warst da gerade. Was musstest du machen? Was stand da gerade im Text? Ich habe nicht gelesen. Ich auch nicht. Das bist doch gerade. Regel Nummer 1, ich lies nie den Text. Der fragt nochmal einen alten Opa da hinten. Ne, frag ihn. Der Ballziegervater? Ich hoffe doch nicht. Ah, schau mal, ich muss Meister Titor. Ah, oh, schau mal, ich muss zum Dorfplatz. Von Jung. Ich muss dahin. Was? Ich bin da oben. Ich muss die ganze Stadt durchqueren. Ja, dafür machen wir mal Kann ich mich dahin teleportieren? Machen wir da mal eine schöne Rundvisit. Das ist ein Selectiv auf der Wahl. Wo man sich teleportieren kann. Dann kann man auch mal eine schöne Rundtour machen und so ein bisschen die nette Stadt anschauen, in der wir in der nächsten Zeit viel Zeit verbringen werden. Ist das der Titor? Oh. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Das ist schlimm. Aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Lululul. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir. Nun gut. Ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erst einmal deinen Wolkenvogel. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Achso, ich muss immer noch dahin. Okay, ich hab den Weg, Schau mal. Gehen wir einfach dahin. Dann gehen wir da runter. Weil wäre interessant, dass Hyrule hier in dem Fall ja eine fette Insel ist. In den Wolken, oben merken, ne? Yeah. Aber das ist schön an der Serie, das sind immer wieder neue, tolle Abenteuer, ne? Links Awakening, was wir beide nie ganz hochgeladen haben, aber es habt die Parte noch. Ich werde die irgendwann auf der Festplatte ausprobieren, weil die sind zu schön, um wegzuschmeißen. Das war ganz schön hart, Bardo.
Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Was? Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen. Selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Schönes Gesicht. Ja, so ein wild animierte Gesicht dann, ja. Das sind 60 Euro wert. Hey, David! Stehst du schon lange hier? In der Tat! In der Tat beginnt. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreitezeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, oder was? Na, habe ich recht? Da bist du bei mir aber an der Falschen geraten, Böschchen. Sag mal, das ist ein Ast, den musst du so verlesen. Du bist bei mir aber an der falschen Börse geraten. Da wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ja? Was sagst du da? Was laberst du? Dein rotes Flügelhörnchen lässt es nicht blicken? Was ist da wohl passiert? Das hat es ist verflogen, das blöde Vieh. Ja, komm, Freunden wegen der Frisur. Soll ich wirklich? Ja. Das Banane aus dem Spiel! Es hat den deutschen Fusse im ganzen Böckenhort! Seit die Kinder waren, hat es leider immer nur von diesem interessiert. Diesen Tag hat mir alles geholfen, wenn unser Ant darauf gewartet hat, einen Blick von hier zu erwagen. Da hat ich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst du, dass andere Regeln hier für dich nicht gelten, ne? Mit deiner Arroganz sitzt der ganze Ruf unter Ritterschule in den Dreck. So Leute, ich hab mal probiert, auf dem Niveau von den Typen zu sprechen, ich nicht einfach. Darfst du wieder die Zelda sprechen? Wer zieht hier was in den Dreck? Ich kann's nicht. Wer zieht hier was in den Dreck? Das ist Zelda. Oh ja. Hallo, hast du das etwas wieder auf David gesehen? Das ist doch. Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer David niedermachst? Bin schwul. Was ist los? Raus damit! Ah ja. Also ist. Auch ganz hier ratten. Ach, vergiss es. Ich glaube, der hat einen Cross auf Zelda. Das glaube ich auch. Also dann, David, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. So eine epische Art Wechselfliegen. Ich würde ihn so lassen. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. David, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach einem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Titor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl versieben. Also keine Sorge. Ehre. Ehre, dies, das. Fortnite, dies, das. Spielst du Fortnite? Nee. Zum Glück nicht, sonst würde ich ja weggehen. Verständlich, ich würde dann selbst weggehen. Und zwar von mir selbst. Verständlich aber. Hm. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das hat sie mir nicht gesagt. Immer noch so dahin, oder? Nee. Sie hat mir nicht gesagt, wo ich hin muss, gell? Ja, daher wollte ich ja, dass du gesagt, das Spiel eher spielst, weil ich bei sowas noch mehr aufzumessen bin wie du. Ich glaube, du musst doch dein Hühnchen da suchen. Ja, aber die Frage ist, wo? Hoi, 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 hoi. Guck doch mal Hilfe. Ja, da wird nichts sehen. Steht nur bewegen, sprinten und. Hoi.
finden. Bro, du kannst da fast noch... Was sieht man da an? Okay, da ist irgendein anderer Ritter gerettet. Ehrenmänner. So und so. Aber es ist die Frage, wo finden wir unseren Roten? Aber ich finde, die Stadt sieht so schön aus, diesmal ganz am Rande. Mhm. Die ist schon wild. Oh, hier ist versperrt. Nicht cool. Was ist jetzt deine Mission? Willst du ein Loch abdecken, ne? Ja. Was denn endlich? Junge, sieht voll schön aus, auch der Wasserfall. Also schön aussehen tut es mal, es hat wieder ein anderer Style. Beispielsweise bei unserem Link's Awakening. Ja. Seht ihr mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass es ein Auge fehlt. Ich vermute mal, wir müssen das Auge irgendwann mal finden. Also darauf. Ja. Okay, wird das mal wieder mein ganzes Speicher gefühlt voll ist. Das war natürlich nicht echt letztes Mal. Nein, gar nicht. Nee, zum Glück nicht. So, das würde ich doch nie machen. So, jetzt ist halt nur die Frage. Ach, du siehst zass aus. Hallo. Oh oh, das wird spannend, aber stopp. Denn wie es hier weitergeht, das, meine lieben Freunde, sehen wir erst im nächsten Part. Was für ein Cliffhanger. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.